Ja, jetzt fahren wir wieder zurück nach Wien. Und ja, wir sitzen da in meinem Porsche Panamera, den ich aufgebaut habe, jetzt über die letzten fast 2 Jahre. Ich habe auch schon vieles darüber gesprochen. Das kann man alles auf meinem YouTube-Channel sehen. Interieur gesprochen hier, wie man sieht, das ist alles aus Wildleder gemacht worden. Und den Umbau auf Carbon-Optik, also nicht nur Optik, sondern echt Carbon. Hier Mittelkonsole, alles bis nach hinten. Hier die Tür, Paneelen. Und ja, wie ich auch schon viel darüber gesprochen habe, warum ich die Geschwindigkeit, die Fortbewegung, der Körper an sich so begeistert. Und warum ich das in die Kunst transportiert habe, ist oberflächlich betrachtet vielleicht etwas banal, ein Auto zu bemalen. Nichtsdestotrotz gibt es das seit den 1975er Jahren, wo BMW die Art Car Serie in die Welt gerufen hat. Der erste Künstler, dem sie gebeten hat, einen 3.0 CSL zu bespielen, war Alexander Calder, der auch leider im selben Jahr verstorben ist. Eines der berühmtesten Fahrzeuge natürlich der M1 von 1979 durch Andy Warhol bespielt. Ist heute Millionen wert, also eigentlich unbezahlbar, steht auch beim BMW Museum. Und die sind auch damals damit Rennen gefahren, also der ist bei 24-Stunden-Rennen die Teilnahme und haben eine Top-10-Platzierung sogar damit belegt. Wenn man die Mechaniker fragt darüber, sagen sie, Wahnsinn, wie wir damals mit dem Fahrzeug umgegangen sind. Es war nichts mehr als ein Rennwagen und kein Kunstwerk. Für mich ist es doch mehr als nur eine Zusammenfügung von Malerei und Fahrzeug, denn ich sehe im Fahrzeug auch speziell diese Kommunikationsform, die wir dadurch haben. Und zwar einer der größten Kommunikationsformen in unserer Gesellschaft, im urbanen Bereich, sehe ich die Zusammenführung von Skulpturalem und der Malerei mit Zuhilfenahme dieser Kommunikationsform. Und man kommuniziert ja auch in der Form, dadurch, dass ich es auch gerne nenne oder bezeichne als die dritte Haut. Wir kommunizieren mit unserer Haut durch Tattoos, durch Piercings, durch Brandings, was auch immer. Wir haben unsere Kleidung, mit der wir kommunizieren, die zweite Haut. Und wir haben natürlich die dritte, die architektonische, die sich erweiternde oder, wie ich es auch gerne nenne, die sich fortbewegende, das Automobil. Und mit Zuhilfenahme dieser Kommunikationsform verbinde ich beide Ebenen. Ich möchte aber nicht das Fahrzeug zerstören in seiner Grundästhetik. Es ist für mich wahnsinnig wichtig, dass ich das Fahrzeug, die Dynamik und das, was die Konzeptionsabteilung diverser Automobilfirmen jahrelang damit verbringen, wirklich etwas zu erschaffen. Und darum verwende ich auch zumeist oder am liebsten Fahrzeuge der Luxusindustrie bzw. ein Luxusgut an sich, weil dort eben der Ausdruck dominiert. Ich möchte diesen Ausdruck eben nicht zerstören. Ich unterstreiche ihn, ich untermale ihn. Darum habe ich ein eigenes Team, die mit mir arbeiten, die meine Ideen ausarbeiten, wie zum Beispiel in diesem Car. In diesem Auto. Das Layout stammt übrigens schon von 2015 und ist in meinem Buch veröffentlicht worden. 2019 hat es Pininfarina für den neuen Maserati, ich will jetzt nicht sagen, ich lasse es jetzt einfach, ich sage einfach, sie haben sich vielleicht etwas an mir angelehnt und darum habe ich jetzt mit diesem Wagen eben ein Statement gesetzt und habe diesen blauen Übergang ins Blau-Graue, nach hinten gehend, nochmals aufgegriffen und diesen Wagen eben so konzipiert. Ja, was ist jetzt Malerei?
Ich habe die Transition, also diesen Übergang von dem Blau ins Graue, ins Blaugraue gewählt und wir haben dann aufgrund von 20 Bildern, die ich zur Verfügung gestellt habe, fast schon im Random-Verfahren Ausschnitte gewählt und die dann in die Struktur, in die Karosserie, in die Formsprache mit einbezogen. Dadurch entsteht natürlich eine komplett eigene Handschrift und etwas komplett Außenständiges, Einzigartiges. Und das ist mir auch wichtig, denn ich betrachte diese Arbeit, die ich hier mache, genauso wie die Malerei, als etwas Einzigartiges, das es nur einmal in der Form gibt. Natürlich könnte ich dieses Layout dann mehrfach bespielen und mehrere Fahrzeuge gestalten, das tue ich aber nicht. Und das wird auch nicht passieren. Außerdem werden diese Fahrzeuge auch genauso signiert wie meine Gemälde oder meine Skulpturen. Und somit sehe ich sie auch als einzigartig an. Das wirft wieder sofort ein neues Thema auf, nämlich die Headline, die ich auch gerne setze, skulpturales Fahren. Das kann man dann natürlich auch hochstilisieren und Sie wissen, haben vielleicht auch schon gesehen, dass ich mich auch in die Architektur bewegt habe und habe diverse Layouts gebaut, architektonische Entwürfe, bei denen man auch eine gewisse Bewegung, einen gewissen Twist sieht. Und ich nenne das eben skulpturales Wohnen. Wohnen in einer Skulptur, fahren mit einer Skulptur, sich fortbewegen im Kunstwerk. Nicht nur dem Gebrauch entziehen, so wie man das halt grundsätzlich kennt, sondern dem Gebrauch unterstreichen. Eine für mich völlig neue Herangehensweise. Und ja, diesen Bezug unterstreiche ich mit meiner Arbeit. Musik.